weiter geht's am Fiat. Scheibenwischer, Führerhaus sauber machen. So das Wichtigste halt. Los geht's. Dann sieht man hier schon das Gestänge. Was aber gar nicht gebrochen ist, wie vorher gesagt. Aber ich würde fast sagen, leicht ausgeleiert. Da wir aber Neues haben, lohnt es sich auf jeden Fall, das Ausgeleierte mal auszutauschen, würde ich sagen. Und den ganzen Müll hier rauszuholen. Das ist ja ekelhaft. Ja, machen wir uns mal ans Saubermachen und ans Aufbau von dem Ding hier. Den Motor müssen wir noch neue Gestänge bauen. Schauen wir uns erstmal das neue Gestänge an. Ich würde sagen, das Ganze sieht definitiv stabiler aus und nicht so wackelig. Sehen wir gleich, wenn es eingebaut ist. So. Da müssen wir jetzt gleich noch den Motor abbauen. Dann machen wir erstmal den Kram hier sauber, ist ja ekelhaft. Schaut mal an, was ich gefunden habe. Ist Pfefferspray, bereits ausgelöstes Pfefferspray, hinter der Klappe für die Sicherung. So, wenn das hier mal nicht sauber ist, dann weiß ich auch nicht. Außer die Ecke da. Da müssen wir später nochmal dran. Die Sitze müssen ja eh noch gereinigt werden, das ganze Interieur. Dieser Allzweckreiniger kann man eigentlich für jede Sache empfehlen. Im Normalfall sollte man hier noch ein bisschen starken Reiniger bei der Verschmutzung nehmen, aber den habe ich jetzt gerade nicht hier, also muss der ausreichen. So, alles wieder eingebaut, im alten Zustand, Katastrophe, also läuft gar nicht. Billig kauft sich eben zweimal. Aber das wissen wir ja alle, von daher. Weiter geht's. So, es geht weiter am Transporter, Kastenwagen, wie man es nun auch nennen mag, Fiat Doblo. Und zwar bei dem Problem, was wir zuletzt hatten,
scheiß Scheinwischer. Aber wir haben jetzt eine Lösung gefunden, eine ganz einfache. Und zwar hier ein super Ersatzteil. Legen wir uns noch auf die Motorhaube hier. Und zwar Magneti Marelli, also wirklich Top-Marke. Ein quasi, bei B würde man sagen, Originalersatzteil. Da Magneti Marelli, also da lohnt sich der Aufpreis auch, haben wir ja gesehen. Man lernt ja nie auf. So, hier haben wir jetzt ein ganzes Sichergestänge mit Motor. Das heißt, wir können den Motor gar nicht mehr falsch einbauen. Das Ding ist ja auch neu dabei. Von daher sollte uns das keine Probleme mehr bereiten. Einfach kurz die Verkleidung hier abbauen. Die vier Schrauben lösen oder drei Schrauben lösen. Kabel umstecken und dann go. Fertig ist das ganze Ding. Und dann haben wir wenigstens den Scheinwischer bei dem Scheißwetter aktuell wieder gut. Das ist auch wichtig, würde ich sagen. Im Nachhinein gucken wir mal, was wir noch so von den ganzen Teilen hier verbauen können heute. Aber wir haben ja auch noch andere Projekte zu erledigen. Fertig eingebaut und man sieht direkt, wenn man dran geht, das ist viel stabiler und nicht mehr so wackelig wie der alte Scheiß. Ob der Motor funktioniert, schrauben wir alles wieder zusammen. Die komplette Verkleidung oben drauf sauber gemacht haben wir es ja beim letzten Mal schon. Sieht ja immer noch super aus, von daher zusammenbauen. Die Dinger wieder einbauen, gegebenenfalls noch vom Rost befreien. Schauen wir gleich mal. Und natürlich neue Blätter drauf. Und dann ist das Thema auf jeden Fall schon erledigt. Wir haben das Ganze einmal kurz schwarz angespritzt und den Rost vorher ein bisschen abgeschliffen. Ist natürlich keine Dauerlösung, aber für den Moment reicht. Sieht besser aus und ist wenigstens etwas rostgeschützt. Lassen wir einfach mal trocknen, bauen wir dann wieder drauf und dann ist das Thema endlich gegessen und der Wicht wieder. Es waren zwar schon Boschwicher verbaut, was man bei so einem Zustand natürlich nicht erwarten kann bei einem Auto, aber waren schon drauf, aber die waren Jahre alt, von daher neuer Satz mit zwei Stück. Steht sogar welche Länge wo, sehr gut, weil schon auseinandergebaut. Perfekt, bauen wir gleich ein und dann das Thema auch durch. Wicht wieder einwandfrei. Nochmal kurz mit Lack drüber gegangen, sieht auch irgendwie schön aus. Gucken, wie lange das hält. Was wir auch außerhalb der Kamera gemacht haben, sind einmal die Scheinwerfer aufpoliert. Und zwar nur mal schnell grob. Und man muss sagen, es sieht gut aus, beziehungsweise es reicht, muss man ganz ehrlich sagen, es reicht. Für das Auto, so wie es ist, reicht es. Wir haben dafür genommen den Chemical Guys Headlight Restorer. Und zwar, ich weiß nicht, welches Video zuerst kommen wird, aber das gleiche haben wir ja schon versucht bei dem X5. Und das Ergebnis ist hier ja wirklich, weil deutlich mehr gearbeitet wurde und deutlich gründlicher gearbeitet wurde, deutlich, deutlich besser. Aber wir haben auch am Ende da nicht mehr den Headlight Restorer genommen von Chemical Guys, sondern von Koch Chemie, die Heavy Cut, normale, also wirklich eine krasse Schleifpolitur für Lacke und nicht jetzt wirklich sowas Leichtes. Bei so leichten ist der Headlight Restorer vollkommen ausreichend, vor allen Dingen, wenn man nicht vorher noch anschleift und die komplett aufbereiten will, sondern einfach nur mal schnell, reicht das vollkommen. Wenn man jetzt natürlich was Hartes wie das der Wüste Kaliforniens bzw. Nevada, Kalifornien komplett blind war, dann muss man natürlich anschleifen. Wenn man anschleift, empfiehlt es sich natürlich auch eine grobere Schleifpaste zu nehmen und auch ein härteres Pad, also wirklich mal komplett. Und dann ist das Produkt nicht so ganz so gut dafür. Aber für alles andere wirklich ausreichend, keine Frage, für jedes normale Auto mal eben schnell drüber, ohne jetzt anzuschleifen. Selbst ein bisschen anschleifen könnte man auch noch machen, aber hat halt irgendwo seine Grenze. Reicht für den Fall auf jeden Fall aus. Dieser Hebel hier, und zwar, das ist der alte. Der war abgebrochen, aber wir haben folgendes Problem. Das Gestänge ist leider schon sehr verbogen gewesen. Dementsprechend springen diese Halterungen hier die ganze Zeit aus den Löchern raus. Immer wenn man das Ganze aufzieht oder zu weit zieht. Irgendwie ist das alles nicht Sinn der Sache. Außerdem ist mir aufgefallen, wenn man das Ganze bewegt und wenn hier auch ein bisschen was drauf ist, also wenn man die Dinger jetzt draufsteckt, man sieht, das Ding hier bewegt sich ziemlich. Das ist natürlich die Frage, war das mit dem Originalen auch so? Wenn ich mir das mal so angucke, ich glaube nicht. Ja, reden wir einmal über billige Ersatzteile bzw. über Ersatzteile allgemein. Jetzt haben wir hier wieder so ein Beispiel. Das ist bei dem Fahrzeug ja irgendwie schon Standard, keine Ahnung. Jetzt haben wir natürlich das Problem, das mit dem Gestänge, aber was auch passiert, wenn man sieht ja, guck mal,
wie leicht man das hier verbiegen kann. Und das sollte nicht sein. Das heißt, wenn man hier die Dinger dran hat, das sieht man ja, verbiegt sich das hier ordentlich. Wenn man sich jetzt mal das alte, wahrscheinlich Originalteil ansieht, das ist ziemlich, ziemlich fest. So, und das lässt uns jetzt natürlich wieder daran zurückdenken, was wir schon bei dem Wagen hatten, mit diesen billigen Ersatzteilen, die scheinbar nicht richtig passen oder ja, im schlimmsten Falle, wie in dem Fall, beiden Fällen, gar nicht zu benutzen sind. Normalerweise gehöre ich nämlich zu den Leuten, die immer gute Ersatzteile kaufen, das sagt natürlich jeder über sich, aber auch gerne mal Originalteile, beziehungsweise wenn schon gute, oder womit man gute Erfahrungen gemacht hat. Man sieht Magneti Marelli auch gute Ersatzteile, im Hause BMW sowieso. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass ich für Fiat jetzt nicht so versiert bin wie bei BMW und mir die ganzen Teilenummern und Teile raussuchen kann. Der nächste Fiat-Händler ist nicht so weit weg, aber für mich manchmal dann doch zu weit und man entscheidet sich natürlich für Internetkäufe. Da natürlich jetzt wieder das Problem, dass man dann natürlich auf solche Teile kommt. Aber jetzt im Beispiel von dem Ding hier. Weil bei den Scheibenwischergestängen war das einfach. Da waren ganz viele günstige Angebote, 20 Euro und eins für 60. Oder mehrere für 60, aber so das für 60 war mit Motor von Magneti Marelli. Die 20 Euro waren natürlich No-Name. Hab ich mir gedacht, für den Wagen scheißegal, probieren wir es mal. Hat man gemerkt, konnte man neu kaufen. Okay, aber in dem Falle von dem Ding hier, wir haben nicht viel Auswahl dafür. Und dann kommt man natürlich auf so Ersatzteile, die so im groben Ganzen ganz gut sind. Ich meine, das Ding hat auch 15 oder 20 Euro gekostet für so ein scheiß Plastikding. Ich weiß jetzt nicht, was das Originalteil kosten würde, aber das werde ich jetzt als allererstes in Erfahrung bringen. Ich denke, ich werde auch zusätzlich das Gestänge neu kaufen und ein Originalteil und dann sollte es doch wenigstens auch mal funktionieren. Was man auch noch sehen kann, diese Schraublöcher, das ist irgendwie komisch, das passt gar nicht richtig. Also wenn man hier guckt mit diesen Metalleinsätzen, das ist alles besser. Natürlich ist es original und das nicht, aber es gibt sehr wenig Auswahl. Man weiß jetzt gar nicht, wo kriegt man dieses Fiat-Teil her, außer bei Fiat. Man hinfahren muss, sehr teuer, keine Ahnung. Und man kauft das dann für 15, 20 Euro und das ist einfach scheiße. Was soll das? Also wieso wird sowas verkauft? Oder liegt es einfach an der Marke Fiat? Wenn ihr es wisst, schreibt mal in die Kommentare. Ich mache jetzt weiter. Das bleibt erstmal so, weil kann man jetzt eh nichts dran machen. Wir machen jetzt Folgendes. Den Innenraumfilter. Wieder mal ein gutes Ersatzteil, Mannfilter. Schön mit Beschreibung, steht 15 Minuten drauf, glaube ich, kriegen wir etwas schneller hin. Das ist ein Fiat Doblo. Das sind, die sind im Endeffekt alle gleich, die von der Baureihe, von dem Baujahr. Das ist das Facelift-Modell, aber der Cargo Maxi. Macht jetzt aber für den Fahrerraum keinen Unterschied. Also das war nicht sehr erfolgreich. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber dieser Filter passt nicht, beziehungsweise diese Box, man steht ja auch hier Fiat Doblo Cargo Punto 2, da diese Box gibt es, aber da ist keine Klappe mit solcher Verschraubung, sondern das sieht sogar eher aus, als wäre diese Klappe, die auch irgendwie anders aussieht, fest. Als wäre die ganz fest, so fest geschweißt sogar. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr dazu eine Idee habt. Ich packe es jetzt erstmal wieder weg. Für heute machen wir auf jeden Fall kurz das Handschuhfach sauber, weil der Innenraum ist noch nicht komplett sauber. Alles weitergehen noch, aber wenigstens hier, dann können wir diese Unterlagen da mal reintun. Und das Ding würde ich gerne wieder festmachen. Das gehört hier hin. Die Haube auch nochmal. Hier haben am Wochenende Vögel drauf geschissen. Und das ist uns erst montags aufgefallen. Und direkt in die Waschstraße, ja. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ja, Fiat Lack, beziehungsweise dieser alte Fiat Lack, klar. Aber jetzt einmal nochmal versuchen, einen Lappen drüber. Ansonsten bleibt es erstmal so, kann ich jetzt auch nichts daran ändern. Was wir auch auf jeden Fall Interessantes haben für den Wagen, die Raptor-Beschichtung. Also das ist ja auch so ein Thema, was mich enorm interessiert und was ich gerne mal ausprobieren würde. Haben schon viele gemacht, vor allem viele amerikanische YouTuber oder sowas. Aber ich würde das gerne mal ausprobieren, vor allen Dingen an dem Wagen, weil ich denke mal, das ist der richtige Wagen dafür. Ich mache dann die zwei paar Sachen noch sauber, mache das Handschuhfach wieder voll und dann war es das. Und dann gehen wir weiter an das Fahrzeug, aber das seht ihr in einer anderen Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schaut euch auch alle anderen Videos zu dem Fahrzeug an. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich auch noch bei Instagram abonniert. Der Name müsste jetzt hier irgendwo erscheinen und ja, wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert auch diesen Kanal. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Episode. Ich wünsche euch was. Ciao.